Hallo zusammen, ich bin Bissogumibom und willkommen zu einem neuen Let's Play in Sid Meier's Civilization 6. Ich hatte eigentlich vor, nach dem Multiplayer-Let's Play, das wir gerade abgeschlossen haben, der Schwabenboy und ich, entweder ein Szenario zu machen oder vielleicht eins der Duelle zu machen, weil es da noch zwei Leute gab, die sich gemeldet haben und gemeint haben, sie würden da gerne mitmachen. Aber ich wurde jetzt leider quasi mit vorgehaltener Waffe von Phyrexis gezwungen, nochmal ein Singleplayer-Let's Play dazwischen zu schieben, weil Phyrexis nämlich eine neue DLC-Ziff rausgebracht hat, die ich als der gute Konsum-Zombie, der ich doch bin, natürlich gleich gekauft habe, weil nämlich die gute Amanitore von Nubien einfach nur, wie man das in Spielerkreisen technisch nennt, ziemlich OP ist. Und zwar genau in meine Richtung. Genau meine Wellenlänge, die gute. Sieht auch recht gemütlich aus, finde ich. Sieht so irgendwie zufrieden aus mit ihrem Leben. Mit der könnte man gut ein Bier trinken gehen, was auch wiederum sehr gut zu mir passt. Von der her muss ich quasi mit ihr spielen, ob ich will oder nicht. Gehen wir es mal durch, was die gute so zu bieten hat. Plus 20% Produktion für alle Bezirke ist einmal super, weil Bezirke baut man immer gerne, wenn man denn gerne gewinnen würde. Oder plus 40%, wenn eine nubische Pyramide an der Stadtzentrum grenzt. Das heißt, man kann den Bonus quasi noch verdoppeln, wenn man deren Spezialmodernisierung an ein Stadtzentrum anbaut. Ich habe das in meinen Singleplayer-Offline-Spielen, Testspielen sozusagen, nicht wirklich oft gemacht. Ich habe die ein bisschen vernachlässigt, aber das plus 20% Produktion reicht ja auch noch und es ist bei weitem nicht das Beste, was sie zu bieten hat. Wir kommen gleich weiter zu Tarseti. Plus 50%. Yes, plus 50% Produktion für alle Fernkampfeinheiten. Ich scheiß mich an. Ich meine, zu was? Aus welchem Einheitentyp bestehen meine Armeen? Zu 80%? Fernkampfeinheiten. Von dem her, also okay, dann später werden es Artillerie, was glaube ich technisch gesehen Belagerungseinheiten sind. Aber definitiv am Anfang, bis eingeschossen Armbrustschützen und meistens auch noch Feldkanonen, habe ich einfach nur einen Haufen Fernkampfeinheiten. Und die werden viel schneller produziert. Hilft auch am Start mega viel. Alle Fernkampfeinheiten erhalten auch noch plus 50% Kampferfahrung. Ja, ich meine, wieso nicht? Wieso nicht? Und dann noch dazu. Minen auf strategischen Ressourcen liefern plus 1 Produktion. Minen auf Bonusressourcen und Luxusgütern liefern plus 2 Gold, nur falls die plus 50% Produktion und plus 50% Kampferfahrung noch nicht genug waren. Aber es hört noch nicht auf. Nein, nein, nein. Als nächstes, ihre Spezialeinheit ist ein Pitati-Bogenschütze. Ein Bogi-Spezialeinheit ist schon mal ganz, ganz toll. Aber noch dazu hat sie zusätzliche Fortbewegung. Er ist schon ein bisschen stärker als ein Bogenschütze, aber er kann 3 weit laufen. Ein Bogi, der 3 weit laufen kann, ist der Himmel auf Erden. Du kannst auf einen Hügel draufstellen und dich immer noch schießen. Du kannst innerhalb eines Zuges eigentlich 4 Felder weit schießen, indem du dich 2 Felder weit bewegst und 2 Felder weit schießt. Und wird zum Armbrustschützen verbessert, selbstverständlich. Eine der geilsten Spezialeinheiten, die ich je gesehen habe. Und Bogis sind das A und O am Anfang. Von dem her, holy shit. Ihr werdet vielleicht verstehen, dass ich diese Gelegenheit nicht auslassen konnte. Es würde meine Ehre beschmutzen, wenn ich es täte. Dann gibt es eben noch die nubische Pyramide, Modernisierung, die durch Steinmetzkunst freigeschalten wird und auf Wüste, Wüstenhügeln oder Schwemmland gebaut werden muss. Plus 1 Glauben, erhält zusätzliche Erträge durch angrenzende Bezirke. Plus 1 Nahrung, wenn angrenzend an das Stadtzentrum. Für alle anderen Bezirke die Nachbarschaftsbohne gewähren. Plus 1 für den entsprechenden Ertrag, wenn der Bezirk angrenzt. Wie gesagt, man kann da sicher ein bisschen rumdrechseln damit. Ich habe es nicht wirklich gemacht. Vielleicht schaue ich, dass ich es jetzt besser mache, weil der verdoppelte Produktionsbonus natürlich schon ganz nett ist. Aber so oder so, egal ob man die nubische Pyramide benutzt oder nicht, absolut 1A Ziff. Holy fuck. Wir werden natürlich den Schwierigkeitsgrad wieder Gottheit nehmen, wie immer. Geschwindigkeit Standard, wie immer. Kartentyp. Was haben wir das letzte Mal? Was war denn das jetzt mit? Was war das letzte? Was ich allein gespielt? Rom? Blau. Waren das Kontinente? Ja, das waren Kontinente. Okay, dann machen wir mal wieder Pangea. Ist eh lustiger mit den Bogis. Okay, nur damit wir es uns nicht allzu schwer machen. Kartengröße ist natürlich wieder Standard. Standardregeln. Ich glaube, so passt das alles. Yo! Das heißt, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass es wieder nur ein Single-Player-Let's Play ist. Aber Amanitore, I got to do this. Es tut mir leid. Wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Da wären wir. In-game und der Start sieht schon mal sehr, sehr nett aus. Möchte ich sagen. Wir haben gleich mal ein 3 Nahrung, 2 Produktionsfeld hier. Kannst du bitte aufpoppen? Dankeschön. Da nochmal 3 Nahrungsfeld.
Da ein 2 Nahrung, 2 Produktionsfeld, das wir auch abholzen können und damit vielleicht dann einen zweiten Handwerker schnell rauskriegen. Ich habe nämlich, ich glaube, ich habe in meiner Spielweise ein wenig die Nahrung etwas, ihr nicht genug Priorität eingeräumt. Und ich werde das versuchen, in dem Let's Play ein bisschen besser zu machen. Wir werden definitiv so schnell wie möglich hier versuchen, 2 Bauernhöfe drauf zu bauen. Wir werden hier natürlich auch ein schönes Farmendreieck daraus machen können. Aber wie gesagt, der Start ist ziemlich cool. Als erstes werden wir natürlich das hier bearbeiten. Ganz klar, wir haben jetzt keine wirklichen Ressourcen, wo man Minen drauf bauen kann. Das ist natürlich schade, weil wir ja diesen Bonus haben, dass wir dann entweder plus mehr Geld bekommen oder mehr Produktion, je nachdem. Also für alle Ressourcen, die wir jetzt schon sehen könnten, wäre es halt mehr Geld und nicht mehr Produktion, weil wir ja noch keine strategischen Ressourcen kennen. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Start, würde ich mal sagen. Okay, wir werden wie immer mal als erstes einen Schleuderschützen und einen Krieger raushauen wahrscheinlich und dann den Handwerker machen. Es ist nämlich immer so, finde ich, dass man mehr Soldaten besser. Jedes Mal, wenn ich weniger baue, ärgere ich mich später darüber. Meistens nicht mal wegen den anderen Ziffs, sondern einfach nur wegen den Barbaren, weil die schon ziemlich brutal sind. Wir werden deswegen jetzt, ja, wir werden. Ich brauche natürlich auch Bergbau, um das hier abholzen zu können. Right? Ja. Ja, wir machen zuerst Bergbau, dann machen wir Keramik, dann werden wir den Heureka-Bonus bekommen, dafür, dass wir eine Farm bauen in Richtung Bewässerung. Und dann kommt das alles hier schön zusammen, würde ich sagen. Okay, nächste Runde. Let's do this. Wir werden natürlich, wie immer, auch unseren Krieger hier mal kurz als Speer missbrauchen, weil ich ja mittlerweile finde, dass Speer auf Gottheit irgendwie nicht so das Wahre sind. Die sind zu zerbrechlich. Und ich baue lieber mehr Krieger und Schleuderschützen, beziehungsweise Bogis dann später, gerade mit nicht Mali. Ja, ich spiele nicht Europa Universalis 4, sondern Nubien natürlich. Gerade mit Nubien. Oh, nice. Waren wir da die Ersten? Yes. Perfekt. Ich mag die später eigentlich gar nicht so gerne, die militärischen Stadtstaaten, aber am Anfang ist es einfach super. Plus 2 Produktion in der Hauptstadt beim Bau von Einheiten. Und das ist das, was wir hier am allermeisten machen werden am Anfang. Einheiten bauen. Von dem her ist am Anfang gleich mal einen militärischen Stadtstaat-Treffen natürlich 1A. Ja, und ich werde jetzt hier auch noch schnell einen Krieger raushauen. Und dann gehen wir in Richtung Handwerker. Ich glaube, ich werde aber. Ja, ich glaube, ich werde das Essensfeld hier bearbeiten, statt den 2 Nahrung. Wobei das ist natürlich schon ziemlich cool. Zwei. Ja, aber ich glaube trotz. Ich überleg's mir noch. Bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, wir gehen mal darüber. Der ist leider in einem Wald, das heißt, der hat bessere Verteidigung. Ist gut, dass es ein Speerkämpfer ist, weil da hat unser Krieger ein bisschen den Vorteil, aber solange wir noch nicht plus 5 Kampfstärke gegen Barbaren haben, wird das trotzdem eine relativ harte Nuss, in der ich mir. Wo ich mich dazwischen mal werde heilen müssen. Da ist schon eine andere Ziff. Здравствуйте. Servus, Peter. Okay, interesting. Novgorod. Gleich einmal da. Alright. Schön. Vielleicht schenkt er mir in an seiner Freundlichkeit einen Siedler. Die letzten paar Mal haben die das besser gemacht, wo ich jetzt Offlane gespielt habe. Da habe ich am Anfang eigentlich nie einen Siedler bekommen, weil sie entweder sie nicht in meine Richtung geschickt haben oder sie eskortiert haben. Mal schauen, vielleicht will sich Peter gleich mal wieder mit der eigenen Dummheit hervortun. Ich fände es sehr schön. Aha, jetzt habe ich natürlich vergessen, hier das manuell einzustellen. Ja, wir lassen es dabei da drauf, glaube ich. Und dann, das sind die nächsten 2 Felder. Bin mir nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist, ehrlich gesagt. Weil eben Nahrung ist schon sehr wichtig. Okay, und jetzt haust du als nächstes den Handwerker raus, bitte. Du kommst mal hier rauf. Du kommst hier hin. Das ist eben nett, wenn man da den Wald hat, den man abholzen kann, um noch einen zweiten Handwerker rauszuhauen. Wenn man dann sich weniger entscheiden muss, welche Ressourcen man tatsächlich anschließt. Weil man insgesamt mehr Ressourcen anschließen kann. Das Choppen wird leider, glaube ich, nur die Hälfte der Produktion des Handwerkers ausmachen oder so. Aber ich glaube, es ist trotzdem wert. Jo, wir greifen hier mal an. Keine Frage. Mit oder ohne Gesetzgebung. Ich will ja nicht die ganze Zeit nur rumchillen. Ist da vielleicht irgendwo noch eine Wasserressource? Weil das wären alles. Oh. Ich meine, das sind auch 3-2er, oder? Felder hier überall. Ja, eure Delegation ist uns willkommen, aber ich glaube nicht, dass wir dir eine schicken. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das friedlich abgehen wird zwischen uns beiden. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was wir jetzt dann noch finden. Wenn da unten jetzt gleich mal Monty auf uns wartet oder so, dann muss ich vielleicht wohl oder übel mich sehr friedlich verhalten in Richtung des
guten Peter, so weil sich dann natürlich auch immer fragt, ob er sich ebenfalls friedlich verhaltet. Ist ja nicht so, dass ich immer die Leute angreife. Ich hätte, ich meine, ich konnte da jetzt nichts machen. Weil die kriegen da nicht so einen Malus dagegen, glaube ich, gegen die Barbaren wie ich auf Gottheit. Und deswegen konnte er ihn in einem Schlag killen, während das mir leider nicht möglich war. Okay, du gehst dahin. Da ist auch schon schön. Das Umland ist schön. Das gefällt mir. Ah, das ist ein Kulturstadtstaat. Alright. Ich meine, da oben ist wahrscheinlich nur noch Tundra. Eigentlich solltest du dich heilen, aber wir werden da mal kurz hier durch Russland durchlaufen, um zu sehen, was da noch so alles rumkreucht und fleucht. Shut up for a second. Was war das? Das war Vilnius. Okay, da waren wir jetzt natürlich nicht Erster. Jetzt werden wir natürlich Politiken ändern, also besser gesagt einführen einmal. Plus 5 Kampfstärke im Kampf gegen Barbaren und ich werde den plus 1 Glauben kurz reinhauen, damit wir vielleicht ein Pantheon abgreifen können. Da habe ich, flipflop ich auch immer dazwischen, ob man das plus 1 Glauben oder die plus 1 Glauben plus 1 Goldpolitik einführen soll oder die plus 1 Produktion in allen Städten. Weil plus 1 Produktion ist auch ziemlich geil. Handwerkskunst vergesse ich jetzt hoffentlich nicht. Die Forschung zu ändern, bevor ich. Kann gerade nicht reden. Die Forschung zu ändern, bevor ich. Oder die Ausrichtungsforschung zu ändern, bevor wir am Heureka-Moment angekommen sind. Oder wie gesagt, gerade wenn wir am Heureka-Moment angekommen sind. Ja, wir hauen jetzt nochmal einen Handwerk raus. Jetzt glaub ich, machst du es falsch. Jo. Da will ich definitiv mehr Nahrung, mein Freund. Okay, du kommst mal hier runter. Servus, China. Interesting, interesting. Mhm. Tauschen wir mal. Oh, nice. Sehr gut. Mit China will ich mich gut stellen. China ist auf der anderen Seite von Russland und damit sollten sie mehr Probleme mit Russland haben als mit mir. Das heißt, hey, China. Delegation schicken. Ja, schick mir bitte auch eine. Shit, du bist Freund. Oh. Kannst du bitte den dummen Russen ein bisschen hassen? Du bist direkt neben ihm. So, du jobst hier jetzt. Ja, 2 Runden dann noch. Dann kannst du da gleich noch die Mine draufhauen und dann machen wir hier die Farm noch oder vielleicht auch mit dem anderen. Das erste Hütchen, ja, ein bisschen gedauert. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man keine Speer baut, dass man nicht so viele Hütchen findet. Wobei, ich meine, wir haben eh recht viel erforscht, muss ich sagen. Also eigentlich ist das Spiel nur gemein zu mir. No man ever wet. Aber es ist okay mit dem Start. Let's be honest. Na super, okay. Das ist jetzt natürlich völlig unnötig für mich, weil den hätte ich sowieso bekommen. Den Horeca-Bonus, aber whatever. Es ist, wie es ist, nicht wahr? Du kommst dahin. Du kommst... Schauen wir mal, ich habe das Gefühl, ja, da ist, glaube ich, der Rest deiner Städte. Da ist ein leeres Barbarenlager. Look at that. Fragt sich, ob das gleich leer bleibt. Okay, ja, das hast du nicht so schlau gemacht. Vielleicht kann ich den noch erschießen mit dem Schleuderschützen und dann würde ich hier meinen schönen Horeca-Bonus für Bogenschießen bekommen. Ich habe bisher Schiss, ist das der Speer wahrscheinlich von dem Lager und der wird jetzt wahrscheinlich alles angreifen, was sich ihm in den Weg stellt. Normalerweise sind Speer ja friedlich, aber wenn man ihr Lager zerstört, dann rennen sie plötzlich rum, als hätte man ihre Mutter beschimpft oder was ähnliches. Man hat vielleicht ihre Mutter getötet, wenn man ehrlich ist und das Lager ausrottet, aber das ist wieder so bösartig. Über solche Dinge wollen wir gar nicht nachdenken. Monument kommt als nächstes nun und dann wahrscheinlich mal ein Siedler. Also ziemlich sicher. Let's have a look down here. Wir gern dann mal zumindest den Schleuderschützen hier wieder runterkriegen. Greifst du jetzt die Stadt an, oder? Ein bisschen aufpassen, dass der uns jetzt keinen Handwerker klaut. Das ist natürlich ärgerlich. Kannst du bitte einfach die Stadt angreifen und sterben? Sonst habe ich nämlich jetzt da mal ein Problem. Du gehst weiter in die Richtung. Das ist noch so ein kleines Speerchen, aber du bist mir eigentlich relativ egal. Greif die Stadt an, goddammit. Shut up. Ja, ja, jetzt fängt er schon an. Fängt schon an zu sticheln. Runde, was? 18 und er fängt schon an zu sticheln. Okay, good job bei you. Kannst du dahin? Nein. Das heißt, wir können zumindest das mal in Sicherheit machen. Yes, 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 do this. Kommt er gleich... Na, ich hab mich gerade gefragt, ob da gleich noch eine russische Armee vorbeikommt. Finde ich etwas unsympathisch. Aber dem scheint nicht so zu sein. Wer hat denn... Nice.
Dann hätte ich dich nur eins weit fortbewegen sollen. Aber was soll's. Du kommst dahin und da ist schon mal der Kontinent aus. Das ist der Russe ist da oben. Ich sollte noch durchrennen, nur damit ich das Layout kenne für einen möglichen späteren Krieg, nicht wahr? Will ich mich nicht überraschen. Oh. Hallo Gorgo. Also momentan sieht meine Planung vor, dass sie zuerst den Russen aus dem Spiel nehmen. Aber ich weiß nicht, wie nah jetzt da Gorgo ist da unten. Weil sie hat ja bisher gebraucht, bis sie zu mir gekommen ist. Das ist Grund zur Hoffnung. Salve, du kannst da auch nicht hin. Das heißt, du könnt da hin. Drei Runden kannst du das hier machen. Warte mal, wie viel hast du noch? Du hast noch zwei Aufladungen, du hast nur eine. Na, passt du dabei. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt mit dem schon die Mine da drauf setzen soll, weil das wird das letzte sein, was ich mache. Oder das natürlich. Aber wir haben Feudalismus noch gar nicht, das bringt noch nichts. Ich glaube, wir hauen da lieber eine Mine drauf, statt das Farmendreieck fertig zu machen. Ja, ich habe gesagt, ich gehe noch schnell beim Russen vorbeischauen, das sollte ich dann auch tunlichst tun. Okay, jetzt bist du endlich mal hin, wunderbar. Good job by you. Ich hätte es gerade wieder völlig vergessen gehabt mit der Handwerkskunst. Jedes Mal! Und das ist immer vor allem die Handwerkskunst. Aber es waren Gott sei Dank schnell genug im Bauen, dass es egal war, dass ich ein Trottel bin. Wir werden als nächstes dieses Nahrungsfeld auch noch bearbeiten. Ja, das heißt, du kannst jetzt mal darüber und warten darauf, dass du hier die Plantation bauen kannst. Du kommst hier runter. Genau. Wir werden dann wahrscheinlich als nächstes gleich Bogenschießen attacken. Geh mal da rein. Kannst du da rüber? Ah ja, da ist Gorgo. Wo kommt denn jetzt der erste Siedler von uns hin, ist die Frage. Ich glaube, ich werde Richtung Russland siedeln. 1, 2, 3. Mhm. Haben wir Pferde auch da? Könnt ihr auch da hinstellen. Da gefällt mir fast besser. Ist noch ein bisschen weiter weg von Meroe. Ja. Ich meine, er wird gleich in der Klassik sein, das heißt, es wird meinen Krieger eh gleich rausschmeißen. Aber solange das noch nicht der Fall ist, können wir das ja noch ausnutzen. Du machst die Mine, habe ich gesagt. Du kommst dahin. Können wir um die Korbe rum wieder rauf, aber ich bin schon ein bisschen weit weg. Mit meinem Krieger. The man who has gritten. Bist du Klassik jetzt? Ja. Schon passiert. Okay, wir wissen nicht genau, wo er ist, aber da wird Moskau und noch eine andere Stadt sein, da oben nehme ich an. Du hast es gemacht, wunderbar. Dann kriege ich hier das Feld mal. Wie schauen wir jetzt aus? Was bearbeitest du? Yes. So soll es sein für den Moment. Schön viel Nahrung raushauen. Forschung wählen, wenn wir jetzt das nächste. Wo ist denn? Habe ich jetzt Bogenschießen schon ganz? Majora. Tierzucht muss ich machen, bevor ich Bogenschießen erforschen kann. Right. Okay. Das heißt, das dauert noch ein bisschen länger, bis wir es haben. Ich will natürlich mit dir gern schon hier rüber schauen, eigentlich. Aber ich muss wen mal in der Stadt behalten. Krieg? Nein, denunziert. Okay. Halb so schlimm. Wobei. Ist jetzt alle ein bisschen zu sehr Buddy-Buddy miteinander, finde ich. Für meinen Geschmack. Wir haben noch kein Pantheon, oder? Na, wir haben noch kein Pantheon. Gibt es da irgendwas? Doch, ja. Das hier müssen wir natürlich reinhauen, statt den. Also, ich habe jetzt plus 100% Produktion mit Nubien? Wahrscheinlich. Nice. Wir werden aber trotzdem zuerst den Ziel raushauen. Als nächstes machen wir Außenhandel. Wie lange dauert denn der Siedler? 10 Runden. Wurscht. Siedler muss sein. Das ist gar keine Frage. Du verschanzt dich mal hier. Du baust jetzt. Will ich das wirklich das als letztes machen? Ja, ich glaube. Du baust jetzt hier noch eine Mine und dann haben wir 5 schöne Felder, die er machen, die er benutzen kann. Natürlich hätten wir gerne dann auch mal mehr Population als 5, selbstverständlich. Aha, da hat er Vilnius schon übernommen, der kriegerische Bastard, der wird gleich bei mir vorbeischauen kommen. Es ist jetzt natürlich ein bisschen. No, nicht Toronto, okay. Toronto ist so ein schöner Stadtstaat. Ma. Gemein. Ist ein bisschen risky, dass ich jetzt hier mit dem Krieger versuche, durch. Also um ganz Sparta hier rumzulaufen, weil ich glaube, bis der da oben ist, klopft der Russe schon längst an meine Tür. Aber. Wir erforschen ja gerade Bogenschießen. Oh, wie schnell kommt der jetzt? Ist echt die Frage. Momentan bin ich gerade noch nicht wirklich sicher. Ah, fuck, ist da schon das Meer? Ich meine, okay, der rennt mal wenigstens hier in die andere Richtung. Das sind auch schön chinesische Einheiten. Warte mal, wo läufst du hin? Kannst du bitte nicht durch Russland durchlaufen und zu mir? Sondern
So wie sich's gehört, Russland angreifen. Okay, Außenhandel, haben wir uns den Horeca Bonus auch noch gleich abgeholt. Good job, Bias. Ja. Schick mir eine Delegation. Come on. We're gonna be buddies. For now, Tina, please. Ich brauche einen Buddy. Sonst fühle ich mich allein und einsam auf der Welt. Das willst du doch nicht, Tina. Das wäre gemein. If there are no dogs in. Jetzt fertig, wie lange braucht jetzt das Bogenschießen? 4 Runden. Alright. Außenhandel ist bei. Kann ich bitte mal. Ich hätte bitte gerne ein Pantheon. Jetzt sofort, wenn es geht. Du kommst dahin. Wir scheinen es schaffen zu können. Aber die ist auch nah, die Gorgo. Irgendwann habe ich da plötzlich neben mir. Die kennen sie ja. Die kennen sie alle. Die dreckige KI. Das nächste machen wir früh. Es reicht. Da würde ich mir eigentlich auch gerne dann noch den Horeca-Bonus abstauben, was sich auch ausgehen sollte. Aber ich muss es mir merken, was ich natürlich nicht tun werde, dass ich das abdrehe, falls wir nicht auf 6 Bevölkerung sind, bevor wir hier bei der Hälfte angekommen sind. Okay, du kommst dahin. Wunderbar. Nicht stehlen. Sei lieb. Sei lieb. Bitte. Ich habe meine Bogis noch nicht. Meine Imba-Bogis. Es dauert noch ein bisschen. Dürfte erst später sticheln. Okay, der Siedler ist gleich einmal fertig. Du kommst jetzt dahin. Oh, hoffentlich schneidet sie mir da nicht den Weg noch ab. Ja, wir gehen mit dir dahin. Das ist jetzt bitte kein Baba. Right? Ich wäre so heiß. Dann werden wir jetzt als nächstes was machen. Ein Kornspeicher? Nein, brauche ich noch nicht. Ein weiterer Siedler wäre nett. Kurz am Bogey raushauen. Das Problem ist, wisst ihr was, wir postponen das kurz. Wir hauen ein bisschen Schrift rein, bauen in 2 Runden noch einen Schleuderschützen und upgraden dann beide. So werden wir das machen. Um kurz eine kleine Pause einzulegen, um unsere militärische Stärke etwas aufzumotzen. Dies könnte nämlich doch eher wichtig werden. Ich meine, es ist natürlich auch, je früher ich hier angreife, desto besser für mich, weil momentan hat er noch nicht mal Stadtmauern. Und ab so Stärke 35 und Stadtmauern werden dann die Bogis leider langsam zu schwach, um da wirklich was anstellen zu können. Aber wir dürfen natürlich auch nicht unsere Langzeit ökonomische Basis völlig aufs Spiel setzen. Das heißt, ein paar Siedler muss man schon raushauen. Und ein paar Monumente bauen und so. Aber ich glaube, ansonsten werden wir nicht viel machen, außer Siedler und Bogis bauen und dann, wie gehabt, irgendeiner KI aufs Maul geben. Because that's how you do. Ich hoffe auf jeden Fall, weil wir jetzt am Ende der Folge angelangt sind, habe ich gerade beschlossen, dass es Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, vor allem wie immer, weil es die erste Folge einer Let's Play-Serie ist, wäre es besonders nett, wenn ihr ein Like da lassen könnt. Oder natürlich den Channel abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber vor allem, ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.